Wenn dir jemand sagen würde, man nimmt ein sechsjähriges Kind aus seiner Familie heraus und gibt dies in die Hände eines pädophilen Pflegevaters, würdest du dir einen Kopf greifen und sagen, sowas wird niemals passieren. Aber genau das ist im Zusammenhang mit dem Jugendamt passiert. Wenn du alles dazu wissen möchtest, bleib dran. Und jetzt nochmal zu meinem Satz von Anfang. Was wie der absolute Albtraum klingt, ist mit behördlichem Wissen und behördlicher Hand genauso passiert. Es nannte sich das Kendler-Experiment. In den 60er Jahren und noch bis, und man kann es sich kaum vorstellen, Anfang der 2000er wurden Kinder aus schwierigen Verhältnissen herausgenommen und durch die Jugendämter an pädophile Pflegeväter vermittelt. Ja, man war der Annahme, dass sich diese Männer mit mehr, das ist jetzt eklig, wenn man sagt, aber Liebe um diese Kinder, mit mehr Emotionalität um diese Kinder kümmern würden, die zuvor ja in den Familien Schlechtes erlebt haben. Ja, es ist eklig, wenn man das sagt, aber genau so wurde es gerechtfertigt. Und genau so wurde es durch den Herrn Kendler selbst initiiert und gegenüber Behörden argumentiert, die der Sache zustimmten. Ja, in dieser Zeit, und es ist eben nicht 100% belegbar, wie viele Fälle von Kindern und Kindsmissbrauch dann auch gab, wird geschätzt auf 100 bis 500 Fälle. Das Problem der Aufbereitung ist, dass es eben nicht mehr die vollständigen Unterlagen dazu gibt. Wie praktisch. Ja, und wir reden hier von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahre. Es ist unglaublich. Diese Kinder waren über Jahre diesen Männern ausgesetzt. Teilweise wurden mehrere Pflegestellen an einen dieser Pflegeväter dann auch vermittelt, sodass 8 bis 9 Kinder durch einen Pflegevater gegangen sind. Und oftmals war es dann so, dass der Vater nur eine gewisse Zeit Interesse an diesem jungen Bübchen hatte. Denn als sie dann in das Alter von 13, 14 Jahren kam und eben nicht mehr, ja, dieser Vorliebe für Pädophilie optisch entsprachen, weil sie nun langsam heranwachsende Männer wurden, wollte dieser Mensch neue Kinder, neue junge Kinder aufnehmen. Erst 2015, und man bedenke, dass es in den 60er Jahren angefangen hatte, also über Jahrzehnte das passiert ist, erst 2015 wurde dieses Thema bekannt und erst dann begann so langsam die Aufarbeitung dieses Sachverhaltes. Und wie schon erwähnt, aufgrund mangelnder Unterlagen kann bis heute nicht zu 100% gesagt werden, wie viele Kinder und wer im Konkreten dorthin vermittelt und am Ende des Tages auch missbraucht worden ist. Im Zuge der Aufarbeitung wurden Gutachten erstellt, in welchen hervorgegangen ist, dass es eine Kindeswohlgefährdung von öffentlicher Verantwortung gab. Ja, selbstverständlich, denn immerhin waren ja auch öffentliche Stellen involviert. Nein, weiter noch, haben Zeitzeugen damals angegeben, dass die Senatsverwaltung und auch die jeweiligen Bezirks Jugendämter in Kenntnis dieses Projektes waren und dieses akzeptierten. Und noch schlimmer war die Kenntnis oder die Erkenntnis, dass es auch bundesweite mögliche Vernetzungen gegeben haben könnte. Im Zuge des Bekanntwerdens haben sich zwei Opfer dann gemeldet und Anzeige erstattet. Strafrechtlich, und das macht es wirklich bitter, waren die Sachen verjährt. Sie konnten nicht mehr verfolgt werden. Hinzu kam auch noch, dass Kendler selbst 2008 starb. Und der Pflegevater dieser beiden 2015. Nun ging es aber darum, wer trägt die Verantwortung und müsste vielleicht eine Entschädigung gezahlt werden? Ja, die Opfer wurden entschädigt, haben aber im Umkehrschluss einvernehmlich ihre Amtshaftungsklage gegenüber der Senatsverwaltung zurückziehen müssen, zurückgezogen, freiwillig zurückgezogen. Ganz ehrlich, das klingt für mich, als ob die Zahlung des Geldes eine Maulhalteprämie gewesen ist. Damit die ruhig sind, kriegen die ihr Geld, sie ziehen ihre Anzeige zurück und die eigentlichen Täter und die Verantwortlichen, die es an der Stelle hätte treffen müssen, wo man hätte nun intensiver recherchieren und vielleicht auch diesen Sachverhalt aufarbeiten müssen, ja, kommen gefühlt davon. Die Täter kommen davon und die Opfer bleiben Opfer. Ob die jetzt Geld kriegen oder nicht, das Unrecht, was ihnen angetan worden ist, ist mit nichts umkehrbar. Und daher an der Stelle nochmal ganz eindringlich der Appell. Und das haben auch ganz viele in die Kommentare geschrieben. Schützt eure und eigentlich alle Kinder. Passt aufeinander auf, achtet aufeinander, gerade in der heutigen Zeit, die sehr schnelllebig und teilweise sehr oberflächlich und sehr anonym ist. Wir müssen auf unsere Kinder aufpassen. In diesem Sinne lasse ich euch.
wieder ganz viel Liebe da, weil auch diesmal das Thema wieder ein wirklich sehr schweres war. Schreibt mir gerne wieder eure Meinung in die Kommentare und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht noch andere Themen mal besprochen wissen wollt. Vielen Dank, das unterstützt unseren sehr jungen Kanal total.